Bundesfinanzminister Lindner im Juli. Sein Blick ist eher skeptisch. Schon damals war klar, ob die vorgestellten Pläne für den Haushalt Bestand haben, hängt auch von der Steuerschätzung ab. Für 2025 rechnen die Schätzer mit Gesamteinnahmen für Bund, Länder und Gemeinden von 982,4 Milliarden Euro, rund 12,7 Milliarden weniger als noch im Mai geschätzt. Für den Bund allein sehen die Schätzer 2025 ein Mini-Plus von 700 Millionen Euro. Die Zahlen setzen den Bundesfinanzminister unter Druck. Seine Botschaft, die sich vor allem an die Partner in der Ampelregierung richtet: Es gibt keine Spielräume für Verteilungspolitik. Im Gegenteil wächst die Dringlichkeit für eine wirtschaftspolitische Wende und die klare Prioritätensetzung im Haushalt. Oder um es klarer zu sagen, da wir nicht mehr Geld ausgeben können, müssen wir es wirksamer einsetzen. Das Urteil der Union, die Bundesregierung müsse endlich Einsparungen durchsetzen, zumal noch weitere Risiken drohen. Der Bundesfinanzminister hat sogar mehr Einnahmen von Gesetzesinitiativen eingeplant, die noch gar nicht umgesetzt sind. Also es ist eine katastrophale Planung. Ich glaube, die Regierung muss dringend nachsitzen und nochmal nacharbeiten. Der Haushalt soll im November im Bundestag beschlossen werden. Für die Ampel dürfte das ein Stresstest werden. Wir fragen nach bei Mario Kubina in Berlin. Mario, was bedeutet die Steuerschätzung für den immer noch unfertigen Bundeshaushalt? Es gibt ja noch eine große Lücke. Droht da jetzt noch mehr Rotstift? Jedenfalls hat sich die Ausgangslage für die Aufstellung dieses Bundeshaushalts 2025 heute sicher nicht verbessert. Klar ist, wir haben es eben gehört, es ist mit einem leichten Plus von 700 Millionen Euro für den Bund zu rechnen im Vergleich zur letzten Steuerschätzung im Frühjahr. Aber das allein rettet natürlich diesen Bundeshaushalt nicht, denn der ist ohnehin wirklich auf Kante genäht. Und der Finanzminister hat heute noch mal den Handlungsbedarf, wie er sagt, auf über 13 Milliarden Euro beziffert. Also da liegt schon noch eine Menge Arbeit vor der Ampel, diesen Bundeshaushalt hinzukriegen. Auch eine Menge Streit. Wird es neuen Ärger in der Ampel geben, vor allem zwischen Habeck und Lindner? Naja, der Streit, der tobt ja im Grunde schon. Lindner macht immer wieder mal Vorschläge für Einsparungen, gerade beim Bürgergeld, neue soziale Einschnitte also. Das aber wird mit SPD und Grünen nicht zu machen sein. Habeck wiederum, der grüne Wirtschaftsminister, hat gerade erst einen milliardenschweren Deutschlandfonds, so nennt er es, vorgeschlagen. Also viele, viele neue Schulden, die er in die Hand nehmen möchte, um die Wirtschaft anzukurbeln. Das wiederum ist mit der FDP natürlich nicht zu machen. Also das sind schon Vorboten des aufziehenden Bundestagswahlkampfs. Also es wird ein heißer November in Berlin. Herzlichen Dank an Mario Kubina.